Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie die Gödelverteilung mit dem DLC Pumps and Hoses funktioniert. Ihr erfahrt, was enthalten ist, wie ihr die Schläuche richtig an die Maschinen ankoppelt und wie ihr alles einsetzt. Ein wichtiger Hinweis vorab: Mit dem DLC gibt es auch eine modulare BGA. Dazu gibt es ein extra Video in den kommenden Tagen. Dieses Tutorial beinhaltet nur die Maschinen und Geräte aus dem DLC. Beginnen wir damit, was alles enthalten ist. Es gibt über 30 Maschinen und Objekte, ein Großteil davon vom niederländischen Hersteller Schrauten. Verschiedene Systeme verteilen Gülle und Gärreste auf den Feldern, um sie zu düngen. Das Besondere: Die Systeme sind über ein Schleppschlauchsystem miteinander verbunden. Neben Schläuchen gibt es Pumpen und Hilfssysteme, damit am Ende auch alles richtig funktioniert. Welche Geräte und Maschinen gibt es? Es gibt einen Kompressor zum Reinigen der Schläuche, Haspeln zum Aufrollen der Schläuche, Pumpen zum Anschluss an Güllefässer und Container, den passenden Injektor zur Verbindung mit dem Gülleverteiler, eine Wasserpumpe, ein Segmentierer für die modulare BGA, Schläuche in verschiedenen Längen und natürlich auch den dazu passenden Kupplungsschlüssel. Wie setzt man die Maschinen und Geräte ein? Kommen wir zum wichtigsten Teil des Tutorials. Zuerst brauchen wir Schläuche, die wir auf dem Feld ausrollen. Die Kapazität gibt die Länge in Metern an. Kapazität 100 bedeutet in dem Fall, der Schlauch ist 100 Meter lang. Schläuche lassen sich miteinander verbinden, um so längere Verbindungen zu ermöglichen. Aufgeladen, aus- und eingerollt werden die Schläuche mit Haspeln. Die Kapazität der Haspeln seht ihr im Kaufmenü. Ich persönlich nutze vorwiegend die H240, welche 1,3 Kilometer Schlauch aufnehmen kann. Aufgeladen werden die Schläuche auf die Haspel, indem ihr dicht ranfahrt und dann das Überladen startet. Es lassen sich auch mehrere Schläuche auf eine Haspel laden, sofern noch genug Kapazität vorhanden ist. Die Anzeige unten rechts zeigt euch den Füllstand der Haspel an. Wie werden die Schläuche ausgerollt? Begebt euch zum Feld, welches ihr düngen möchtet. Auf dem Gamepad drückt ihr LB und wählt mit dem digitalen Pad Wechseln zu Aufwickeln aus. Danach klickt ihr auf dem D-Pad nach unten, um das Abwickeln zu starten. Platziert den Anfang des Schlauches in der Nähe vom Güllefass oder der Pumpe, da ihr den Schlauch dort später anschließen müsst. Danach fahrt ihr die Bahn ab. Achtet darauf, dass ihr nur die Hälfte ausrollt und dann wieder umkehrt. Ist ein Schlauch abgerollt, wird der nächste auf der Haspel nicht automatisch abgerollt. Den Vorgang müsst ihr nach jedem Schlauch erneut starten. Die Schläuche haben außerdem keine Kollision. Sie wickeln sich also nicht um Bäume und bleiben auch nicht an Maschinen hängen. Außerdem werden sie nicht durchs Drüberfahren beschädigt. Ein wenig Ordnung solltet ihr aber dennoch halten. Wie werden Schläuche angeschlossen? Schläuche lassen sich miteinander verbinden. Dazu benötigt ihr den Kupplungsschlüssel, welcher als Handgerät auswählbar ist. Damit könnt ihr Schläuche greifen und verbinden. Achtet darauf, dass die Schlauchenden dicht beieinander liegen. Liegen beide Enden nebeneinander, wählt ihr den Schlüssel aus und drückt die entsprechende Taste. Dadurch ist die Verbindung hergestellt. Nutzt ihr Güllefässer oder Container, die nicht im DLC enthalten sind, braucht ihr eine Pumpe direkt neben dem Behälter. Die Pumpe muss an einen laufenden Traktor angeschlossen sein. Fahrt ihr dann zu einem Schlauchende, lässt sich der Schlauch an die Pumpe anschließen. Mit einer Wasserpumpe sorgt ihr für einen geringeren Verschleiß der Schläuche. Dadurch müsst ihr sie weniger oft reinigen. Die Wasserpumpe ist ein mobiler Wassertrigger und wird neben der Güllepumpe platziert und aktiviert. Die Wasserpumpe arbeitet auch ohne angeschlossenen Traktor. Das andere Schlauchende muss am Gülleverteiler angeschlossen sein. Andernfalls lässt sich die Pumpe nicht aktivieren. Dazu benötigt ihr einen Injektor und einen Gülleverteiler. Koppelt zuerst den Injektor an den Traktor, senkt ihn und fahrt dann damit unter den Gülleverteiler. Achtet darauf, dass ihr gerade heranfahrt, um den Verteiler anzukoppeln. Danach fahrt ihr zum Schlauchende auf das Feld, senkt den Injektor und verbindet ihn mit dem Schlauch. Erst dann lässt sich die Pumpe für die Gülle am Feldrand einschalten. Hat alles geklappt, wird das Feld durch den Düngvorgang gefärbt. Nochmals als Hinweis: Erst alle Schläuche verbinden und anschließend die Pumpen aktivieren. Hier seht ihr den Feldrandcontainer, der im DLC ebenfalls enthalten ist.
Ihr könnt Gülle und Wasser im Container transportieren. Der Schlauch lässt sich hier direkt anschließen. Um die Schläuche zu reinigen, verwendet ihr einen Kompressor. Schaltet ihn ein und wartet, bis genug Druck aufgebaut ist. Danach lässt sich der Schlauch reinigen. Habt ihr den Kompressor ausgewählt, erhaltet ihr auch eine Anzeige über den Zustand der Schläuche. Für wen ist Pumps and Hoses geeignet? Das DLC ist insbesondere für Spieler geeignet, die Tierzucht betreiben und Felder mit Gülle oder Gärresten düngen wollen. Einhergehend ist es aber auch ideal für euch, wenn ihr Silage macht, um sie in der BGA zu verarbeiten oder für die Tierzucht einsetzt. Das System aus Schläuchen ist nicht unbedingt intuitiv und auch erfahrene Landwirtschaftssimulator-Spieler müssen sich an das neue System gewöhnen. Habt ihr den Dreh einmal raus, werdet ihr allerdings sehr viel Freude haben. Habt ihr Lust auf das DLC bekommen? In der Beschreibung des Videos findet ihr einen Link zum DLC. Und das war's auch schon mit dem Tutorial zum Pumps and Hoses DLC. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Möchtet ihr keine Videos mehr verpassen, abonniert gern den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.